Willkommen zurück zum Pokémon Karmesin DLC, die Indigo-Blaue Scheibe. Beim letzten Mal haben wir den Champ Joe besiegt und jetzt haben wir Infos bekommen, dass wir Terrapagos in Zone 0 finden können. Wenn wir mit Miss Brianna, Hannah und Joe losgehen. Bist du ready? Ja, aber sowas von. Fabelhaft, dann können wir endlich aufbrechen. Hannah, Joe, wie geht's euch? Fühlt ihr euch auch bereit? Also, mir geht's ja gut, aber... Mir geht's auch gut. Ich hab mich beruhigt. Ah, das freut mich. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Deshalb geht's mir gut. Ich werde das legendäre Pokémon in Zone 0 finden. Ich muss es finden. Das ist die richtige Einstellung, Joe. Wenn ihr meint. Dann los geht's. Oh yeah. Zurück nach Paldea. Zu Zone 0. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bei neuen Pokémon werden wir höchstwahrscheinlich nicht antreffen, oder? Ich meine, wir kennen ja so schon so ziemlich alles hier in Zone 0. Oder? Da liegt irgendwas Lissernes. Hä? Wir sind wirklich da. Endlich. Das ist sie. Zone 0. Oh, wie lange habe ich von diesem Moment geträumt. Wow, das ist der Wahnsinn. Wow, abgefahren. Du warst schon mal hier, oder, Maike? Ja, mit ein paar Mitschülern. Mal so eben. Mit Mitschülern? Ah ja, und Emir. Ach ja! Ah! Hast du mich erschreckt? Also echt, wie heißt nochmal? Dingsdadon? Du bist viel zu riesig, um einfach so rauszuspringen. Ach ja? Ach ja? Du warst damals auch mit dabei, was? Ah, das ist also doch das Pokémon, das angeblich in Zone 0 entdeckt wurde. An ihm bin ich auch sehr interessiert. Aber vorerst will ich mich auf die Erkundung von Zone 0 konzentrieren. Du kannst sowieso erst mit ihm reden, wenn du ihm ein Sandwich gibst. Und dann Doppeldecker-Sandwich. Erst dann redet er mit dir. Unser Ziel ist es, ihren tiefsten Punkt zu erreichen. Und nicht nur das. Wir werden noch tiefer vordringen. Gibt es jetzt ein neues Areal oder was? Alondos Aufzeichnungen zufolge ist er am tiefsten Punkt sogar noch tiefer hinabgestürzt. Na sowas, dann ist der tiefste Punkt eigentlich gar nicht der tiefste Stelle? Ja, seltsam, oder? Allerdings hat Alondo auch geschrieben, dass er sich nicht erinnern konnte, wie er dorthin gelangt ist. Wenn man ihm Glauben schenken will, gibt es unter Zone 0 also noch einen unbekannten Ort. Lass uns zunächst einmal den tiefsten Punkt ansteuern. Labor 0, bitte führ uns dorthin, Maike. Kann ich nicht einfach jetzt runterspringen oder müsst ihr mir jetzt folgen und ich muss eure Dialoge anschauen? Wie ist das so? Begib dich zum Labor 0. Okay, nee. Dabadabam. Dabadabam. Ja, okay. Der schnellste Weg ist Augen zu und durch, ne? Ja, nee, wirklich. Das ist der schnellste Weg. Ja, also diesen Ort kenne ich in- und auswendig, weil ich ja schon so oft gescheitert habe. Und... ja. Deshalb weiß ich auch, einfach reinspringen ist am schnellsten. Falls ihr nicht die Teleportation nehmen wollt, was noch einfacher wäre. Aber ist mir jetzt auch egal, ich springe jetzt einfach nach unten, weil ich es kann. So, Pech. Haha. Hier müsste es sein, ansonsten... nee, andersrum. Okay. Wir sind auf der genau anderen Seite und ich komme nicht lang. Ah doch, warte. Ja, Kuraidon kann nämlich klettern. Also Miraidon auch, aber... ja, genau. Wir können klettern und... ich glaube hier, oder? Ja, hier ist der Eingang. Perfekt. So, das hier müsste es sein. Ja, okay. Das meinte sie. Gut. Sehr gut. Wow, unglaublich. Das erinnert mich an den Kristallsee. Das ist das Labor 0, nehme ich an. Es stimmt mit Signora Zacharias Beschreibung überein. Das hier ist also der tiefste Punkt von Zone 0? Ganz genau. Nun, in gewisser Hinsicht trifft das zu, andererseits jedoch nicht. Dies ist der tiefste Punkt, der damals der Observationstrupp von Zone 0 erreichte. Und im unteren Stockwerk vom Labor 0 soll es einen rätselhaften Raum geben, dessen Zweck komplett unbekannt ist. Also, ich weiß, was er ist, aber egal. Aber ich möchte noch tiefer vordringen.
Ich verstehe den Bahnhof. Wir müssen also als erstes in dieses Labor 0, ja? Das Tor ist aber zu. Ha? Oh, hast du recht. Welche Ideen, Maike? Du warst doch schon mal drin, oder? Ja, wir müssen die Schalltafel nutzen dort. Da, guck, da vorne. Das ist so ein großes Ding vor der Tür. Der beguckt. Krass, als wären wir Geheimagenten oder so. Voll cool. Ja, die Bubas sind schon krass. Oh, ich hab nichts gesagt. Würdest du dann das Tor bitte für uns aufmachen, Maike? Wenn's denn sein muss. Nur für meine Besties mache ich das. Ja, ich mache ja schon. Die Kamerads wollen das aber nicht. Aber es ist mir egal, was die wollen. So. Bitte öffnen Sie das Tor. Seit der letzten Authentifizierung ist zu viel Zeit vergangen. Das Tor wurde verriegelt. Was ist los? Hat es nicht funktioniert? Irgendwie nicht so wirklich. Ja. Damals ließ es sich öffnen, oder? Vielleicht hat sich etwas am Mechanismus geändert? Die Professorin hat von innen geholfen. Verstehe. Du hattest also einige Vorkehrungen getroffen und wurdest von jemandem innerhalb des Labors unterstützt. Beep, boop. Indigo-blaue Scheibe wurde erkannt. Indigo-blaue Scheibe wurde erkannt. Hä? Wo kommt diese Stimme? Zugangsberechtigungen können durch Einlegen der indigo-blauen Scheibe erweitert werden. Bitte indigo-blaue Scheibe einlegen. Das ist ein Computer, der da spricht. Wie bei meiner TM-Maschine oder so. Was es mit dieser indigo-blauen Scheibe wohl auf sich hat? Warum machen die immer diese Jojo-Posen? Egal. Aha, Signora Sagaria hat dir also einen mysteriösen Gegenstand überlassen, der damit gemeint sein könnte. Hey, kenn ich euch die Idee? Los, probier es damit mal aus, Maike. Ja. Wenn da schon danach schreit der Computer, dann machen wir es mal, oder? Bitte die indigo-blaue Scheibe einlegen. Ja. Ja. Die CD. Sehr indigo-blau. Prüfungsvorgang abgeschlossen. Authentizität der indigo-blauen Scheibe wurde bestätigt. Aufzug von Labor 0 wird rekonfiguriert. Umleitung auf neues Ziel. Höhensystem 0. Wie das wirklich so low-frame weggepackt wird. Es hat sich geöffnet. Also dann, gehen wir weiter. Ja, es ist soweit. Ob wir da Terrapagos finden? Vielleicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und hoffe, dass die Antwort ja sein wird. So, genau, hier waren wir schon mal. Da muss ich nicht nochmal reden. Das kennen wir alle schon. Aber die anderen drei kennen das natürlich nicht. Autsch! Jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen! Warum ist es hier so dunkel? Kein Wunder, wenn du einfach so drauf losrennst, ohne nachzudenken. Joe, dir scheint langsam wirklich besser zu gehen, ha? Huh? Ach, halt doch die Klappe. Wo ist eigentlich Miss Brenner? Die stöbert da drüben rum. Sind das nicht private Fotos und Dokumente von irgendwem? Ich halte es nicht für richtig, darin rumzuwühlen. Das ist überraschend rücksichtsvoll von dir. Aber du hast wahrscheinlich recht. Ein Fahrstuhl. Miss Brenner, den sollten wir benutzen. Da können wir runterfahren. Da wollen sie doch nach unten, oder? Ah ja, runter klingt gut. Die ist mir irgendwie suspekt auf einmal. Oh, das ist also der Fahrstuhl, mit dem du damals diesen rätselhaften Raum erreicht hast, ja? Kann sein? Hast du plötzlich Gedächtnislücken? Ist das etwa ein Effekt von Zone 0? Nee, ich troll nur. Na dann, probieren wir einfach mal aus. Ja, klingt richtig. Ja. Gut, wie das aufgeht. Ab in die weiße Leere. Dup, 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 dup. Sag mir jetzt nicht, Zone 0 wird erweitert. Mit neuen Pokémon. Oh mein Gott. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nur Terrapagos. Unglaublich. Das ist ja richtig cool. Der bewegt sich von alleine, der Fahrstuhl. Das haben Fahrschüler so an sich? Wir fahren nur ganz schön schnell, oder? Fühlt sich fast an, als würden wir schweben. Ich hätte eine Frage.
als wir mit der Schalltafel vorhin das Tor entriegelt haben, hat der Computer nicht gesagt, dass der Fahrstuhl jetzt woanders hinfährt? Stimmt, da war irgendwas mit einer Umleitung oder so. Im Labor 0 dürfte es nur einen Fahrstuhl geben. Damit war also dieser hier gemeint. Das heißt? Ich habe absolut keine Ahnung, wohin wir jetzt unterwegs sind. Bro, what? Die ist sehr verdächtig. Mit ihr stimmt was nicht. Die verbirgt uns irgendwas. Oh, wow. Oh. Oh. Ja, das ist ein richtiger Legi-Ort. Sind wir jetzt in den noch tieferen Tiefen von Sonde 0? Ja, meine Daten zufolge befinden wir uns auf einer wesentlich tieferen Ebene als zuvor. Hat uns der Fahrstuhl einfach noch tiefer gebracht als an seinen letzten Zielort? Puh, Sonde 0 an sich hat mich ja schon vom Hocker gehaut. Aber so abgedreht, wie es hier unten ist, überrascht mich bald gar nichts mehr. Hey, was ist das da? Ein indigo-blaues Buch? Oh! Warum steht hier ein Schreibtisch rum? Oh, das ist ein Bericht der berühmten Professorin Antiqua. Auf einer Ebene, die noch tiefer liegt als Sonne 0, befindet sich eine gigantische Höhle. An ihrem tiefsten Punkt schlummert Terrapagos, der Schatz von Sonne 0, in Form eines Kristalls. So schützt es sich vor Bedrohungen. Bis es wieder erwacht, könnte einige Zeit vergehen. In diesem Höhlensystem tritt ein Phänomen auf, das überirdisch noch nie beobachtet wurde und vielleicht auf die Existenz von Terrapagos zurückführen ist. Eine Terra-Kristallisierung, die sämtliche Typen in sich vereint. Ich werde diesen Terra-Typ vorläufig Stella nennen. Terrapagos ist der Schatz von Sonne 0? Es schläft in Form eines Kristalls? Und was hat es mit nur diesem Terra-Typ Stella auf sich? Sagenhaft, eine Fülle an Erkenntnissen, über die Alondo nie geschrieben hat. Diese Dokumente sind eine regelrechte Schatzgrube an Wissen. Die merkwürdige Umgebung scheint ihrer Begeisterung keinen Abbruch zu tun. Das legendäre Pokémon Terrapagos ist der Schatz von Zone 0? Los, gehen wir tiefer rein. Aber ich habe nicht alles gesehen. Ich habe auch nicht alles gelesen hier. Es sind so viele Bücher. Na gut, du hast recht. Würde zu viele Parts dauern. Nichts ist wertvoller, als die Wahrheit mit eigenen Augen zu sehen. Praxis ist immer interessanter und unterhaltsamer als Theorie. Na dann, weiter geht's. Aber vorsichtig, okay? Sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig! Passt auf, ja, passt auf. Wow. Wow. Okay. Oh. Warte mal. Dieser Kristall hier. Das sieht aus wie eine Blume aus Kristall? Die versperrt uns jedenfalls den Weg. Hier kommen wir wohl nicht durch. Hey, kann dein Dings halt dann das Teil für uns nicht zertrümmern? Also ich habe ihm keinen Zertrümmerer beigebracht. Ich habe die FM auch nicht bekommen, aber ich kann ja mal fragen, wenn ich ihm ein Doppeldecker-Sandwich gebe. Aber du schuldest mir das dann, ja? Die Zutaten sind teuer. Was? Nein, nichts, stopp! Dieses Gebilde besteht höchstwahrscheinlich aus konzentrierter Terrakristallenergie. Wer weiß, was alles passieren könnte, wenn wir es mit Gewalt zerstören. Und was sollen wir sonst tun? Was? Was? Hier unten gibt es Pokémon? Ja, das Blumen-Pokémon, das hat sehr viel mit diesem Terra-Crystallizing zu tun. Und was ist das? Es scheint eine seltsame Energie abzustrahlen. Halt! Nicht weitergehen! Sie können doch nicht kämpfen, Miss Brainer! Ciao! Nein, Michael, kümmer du dich drum! Oha, okay. Gleich machen, kein Problem. Lumi. Dem Butters hauen wir richtig eine rein. Mit unserem Belly. Oh, ich hab noch Bellyball drin. Wollte Bellyball eigentlich nochmal rausswitchen für unseren Starter-Pokémon, für den Abschluss. Mach ich dann nach dem Kampf. Aber what the? Ist das Typ Stella? Alle Typen auf einmal? Was denn für eine Energie? Ist das womöglich? Ja, das habe ich gerade. Egal. Säurepanzer. Ich
glaube, Typ Stella ist ein neuer Pokémon-Typ, der halt nicht wirklich als Typ zählt, sondern eher so als alles auf einmal. Wie man hier sehen kann. Ja, fangen können wir es wahrscheinlich nicht, deshalb sollten wir es wahrscheinlich eher einfach mal besiegen. Ne? Und wer kann das tun als Super? Denn Super ist erstens super. Und zum anderen braucht er ein bisschen XP, also hier ein bisschen Erdbeben machen. Bum, bim, bum. Kann nicht schaden. Yeah, daneben. Bam, bam, bam. Hier unten ein Erdbeben auszulösen, vielleicht nicht die beste Idee. Aber es funktioniert. Oh, Giftbelag. Oh, kam schon vorbei, wo es noch nicht besiegt war. Ah, jetzt hat es den Stella-Typen verloren. Ha. Interessant. Das ist wirklich interessant. Bin mal gespannt, was gleich noch alles so für Info gedroppt wird. Zu diesem Stella-Typen. Der wurde ja auch mal in einem Trailer oder so kurz aus Versehen gezeigt. Glaube ich. Also ja. Danke, Maike. Oh. Das ging ja einfach. Es ist verschwunden. Ja, das kann ich sehen. Wenn wir die leuchtenden Pokémon besiegen, verschwinden also diese blumenartigen Kristalle? Ah, jetzt verstehe ich. Das war der Terra-Typ Stella. Dieses Pokémon hat die Energien aller Typen ausgestrahlt. Das heißt? War das etwa der Schatz von Zone 0? Nein, nun, ich kann es nicht mit absoluter Gewissheit sagen, aber laut den Aufzeichnungen der Professorin schlummert der Schatz von Zone 0 in Form eines Kristalls. Bei dem Lumiflora von eben handelte es sich höchstwahrscheinlich nicht um Terrapagos und somit nicht um den Schatz von Zone 0. Wenn wir mehr herausfinden wollen, müssen wir weitergehen. Also los, we need to go deeper. Ja, da hast du recht. Aber wie gesagt, ich möchte mein Starter-Pokémon fürs epische Finale hier noch mit rausholen oder mit reinbringen. Machen wir es denn hier? Takoko kann rein. Könnt ihr erstmal weg. Tun wir mal super nach oben. Der muss nämlich noch ein bisschen leveln. Und auf geht's. Oh, ich habe einen Terra Stella Kristall bekommen. Krass. Okay. Ich denke aber mal, dass der Stella Typ. Oh, ich kann gar nicht runterfallen. Doch, kann ich. Ah, ich kann runterfallen. Nein. Nein, nicht runterfallen. Keine so gute Idee. Oh, VK gibt's hier. Ich denke mal, dass das Stella-Typ nur für die Terra Crystallization existiert und nicht ein richtiger Typ sein soll. Nur halt eine neue Innovation, damit halt alles neu und interessant bleibt. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass das in späteren Pokémon-Spielen noch wichtig wird. Nur halt jetzt für die Story und die Lore ganz interessant ist. Oh, Top Genese. Nehme ich mit. Oh, da oben ist es. Oh, was ist das? Das ist ein Drachen-Pokémon, habe ich gerade gesehen, oder? Ich fühle mich hier so ein bisschen wie in Gen 5 bei dieser Drachenarena. Wo muss ich lang? Muss ich nach oben? Muss ich nach rechts? Muss ich nach oben? Kamera, hallo, Hilfe! Ich sehe nichts. Ja, einfach nach oben. Das Item mitnehmen. Wer auch immer von den Entwicklern sich dachte, ja. Hier hoch zum Klettern ist ganz normal, da können sich die Leute ein Item holen. Wie auch immer sich das gedacht hat von den Entwicklern. So, man kriegt noch andere Terra-Stücke hier. Alright. Hafnir. Bam. Ne, nicht? Jetzt. Hallo, wir müssen deinen Kampf austragen. Nicht rumquengeln, einfach down gehen. Ich glaube, Leute, in der nächsten Folge werden wir sogar schon auf Terrapagos treffen. Und das könnte echt interessant werden. Von dem, was man so bisher schon gesehen hat von Terrapagos, muss ich sagen, finde ich es vom Aussehen her eigentlich ganz nett. Also, eigentlich schon ganz cooles Pokémon. Aber dazu kommen dann mehr Informationen demnächst, schon sehr bald. Ja. Rückenwind. Na gut. Und du meinst,
Okay. Launenlaser! Noch ein Rückenwind? Alles klar. So, von der Perspektive aus. Schade, dass nur ein Zerkipfer schießt, nicht alle gleichzeitig. Das wäre cooler gewesen. Bam! Mhm. Dadurch kriegst du wohl noch einen extra Hit. Ruheort. Denkst du wirklich, das Ruheort wird dich noch retten? Nein. Nein, wird's nicht. Launenlaser. Ja, leg dich ins Zeug. Boah! Alle auf einmal diesmal. Wieso war der Angriff stärker? Ich weiß nicht genau, woran das immer liegt, aber. Nice. Very nice. So, und da drüben geht's auf. Man ist so, was? Oh mein Gott. Da, seht ihr? Genau das machen die jetzt. Hi. Gut gemacht, Michael. Der Kristall hier drüben hat sich in Luft aufgelöst. Hm. Kann man so sagen. Aber schaut mal da drüben. Da habe ich eine TM übersehen. Nee, also. Lass mich jetzt nicht entgehen. Aber die Cutscene sagt was anderes. Dein Koraldon, richtig? Unglaublich, was es für Sprünge macht. Auf, lass uns weitergehen. Ja, ihr geht schon mal vor. Ich schau mir noch schnell die TM. Wenn das erlaubt ist, Spiel. Spiel? Ja, danke. Einfach nur, um euch zu zeigen, was man hier alles so finden kann. Weil ich weiß, dass die meisten von euch den DLC gar nicht haben. Und aber trotzdem wissen wollen, was sie hier so verpassen. Und deshalb, da war eine Hydropumpe. Ist eine coole Attacke. Also, sollte man schon mitnehmen. Wenn man schon mal hier ist. So. Gott, was ist denn das hier für ein Raum? Hier geht's lang, okay. Aber gibt's hier noch irgendwas? Da oben ist doch... Oh, hi. Hier oben ist irgendwas. Und wenn's nur eine TM ist. Ja, nee. Doch. Eine TM ist hier. Blizzard! Ja, not bad, not bad. Ah, nee, lass bitte runter. Ich will durch die Höhlengänge durch. Ich meine, boah. Schaut euch das mal an. Ich meine, klar, das ist alles super linear und es ist eigentlich nur dafür gedacht, dass man halt, ne, zu dem Ding da hinten kommt. Aber es sieht trotzdem so cool aus. Ich frage mich aber, was passiert, wenn man einfach runterfällt. Ich mach's mal. Ich will wissen, was passiert. Wird man einfach nur noch hochgeportet? Und dann, ah, pass auf, nächstes Mal. Nee? Okay. Ja, man wird einfach nur hochgeportet. Alles klar. Also, keine wirkliche Bestrafung. Verlierst nicht irgendwie Geld oder... muss alles neu machen oder so. Nicht wirklich. Naja. Muss ja auch nicht immer alles schwer sein. Wir sind ja gerade eher so in so einem Story-Moment drinne. Als in einem wirklich schweren Spielabschnitt. Den hatten wir vorhin mit Joe in seinem Champ-Kampf. Boah, das heißt vorhin in der letzten Folge, wisst ihr, was ich meine? Ich nehme das ja alles nacheinander auf. Lull. Beding. Ja, kriegt man halt sehr viele Terra-Stücke, wie ihr seht. Ich guck mal, ob hier oben noch was ist. Ja. Da ist noch was. Wutanfall. Ja, geht so. Ist fein, I guess. Aber was nicht fein ist, ist dieses uralte Magneton hier. Das muss nämlich besiegt werden, nachdem ich da oben noch die TM, die ich zufällig noch entdeckt habe, mitgenommen habe. Bestimmt kann man ja auch später nochmal hin, wenn man ja nicht alles gesammelt hat. Aber wenn schon, denn schon. Ne? Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch schon mal die Sachen sammeln. Ne, wenn ich sie schon mal sehe. Aber ich werde hier nicht alles finden. Und ich werde auch nicht versuchen, alles zu finden. Das ist mir egal. Ich will nur weiterkommen. Hast du gehört? Du warst Typ Boden... Unlicht? Mag. Eigentlich müsste ich es wissen. Ich habe so einen Shiny, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Egal. Bei mir wird er jetzt sowieso angezeigt, was sehr effektiv ist. Aber was genau macht denn der Stella-Typ? Oh lol, da oben ist es jetzt. Da oben ist so ein winziges kleines Plüsch-Terrapagos. So mehr oder weniger. Was man sehen kann da oben. Da doch, da oben. Das spinnt so herum. So ein Terrapagos, so ein ganz kleines. Geil. Feier ich.
Das feier ich. Oh nein! Oua! Nein! Natürlich killt mich das One-Shot! Natürlich! Ja, das war doch klar. Klar, klar. Na gut, da dürfen wir doch nochmal kämpfen. Der ist ja sowieso bei Level 100. Also viel zu overlevelt, aber was soll's. Ja, komm, hat Energie bei. Das ist sofort down. Ja, aber ein Angriff überlebt es. Einfach wegen dem Stellar-Typen. Ich hoffe, der wird noch ein bisschen erklärt, weil ich habe jetzt auch nur das erzählt, was ich halt jetzt so gelernt habe daraus. Erdanziehung wurde verstärkt. Das ist mir doch egal. Du musst trauen. Nichts wird hier verstärkt. Klar. Stellt euch vor, die Dinger werden dann shiny auf einmal. Das wäre wie krass, oder? Level 97! Mann! Naja, da ganz drüben. Muss nochmal gezeigt werden. Weil die kleinen Kinder es irgendwie vergessen haben. Und gleich nochmal eine Cutscene mit. Oh, schau mal, was passiert ist. Ja. Michael, der Weg ist jetzt frei! Ja, danke. Darf ich bitte? Ja, jetzt habe ich. Jetzt darf ich wieder bewegen. Könnte ich nicht einfach jetzt runterfallen, mich resetten nach da hinten? Wahrscheinlich aus irgendeinem Grund nicht. Deshalb lasse ich es, aber das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen. So fast resetten, sage ich mal. So. Ja, die wollen wir nicht nochmal reden. Vielen Dank, dass du uns so fleißig den Weg bahnst, Maike. Je weiter wir vorankommen, desto höher scheint die Konzentration an Terrakristallenergie zu sein. Lass uns keine Zeit verlieren. Gehen wir weiter. Yes. Und by the way, nach Terrapagos ist eventuell schon der DLC vorbei, aber noch lange nicht das Display. Wir müssen nämlich noch den Pokédex voll machen, hier von den DLC. Und hier noch ein paar andere Viecher fangen. Und es gibt auf jeden Fall noch mehr Content. Nur ist die Story schon vorbei. Also kurzer DLC in dem Sinne. Das stimmt dann schon. Downward Spiral. Immer weiter nach unten. Doch was wird uns ganz unten erwarten? Toppeleber. Also zwei Stück? Die habe ich vorhin aufgebaut. Also, nehme ich mit. Okay. Hä? Wo ist Hannah? Nur Joe und Brianna sind da. Ach, hier ist Hannah. Was machst du denn da? Ganz alleine. Könnte du lieber das Wasser? Ich will nicht, dass meine Klamotten nass werden. Ja, kann ich verstehen. Du, 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 du. Oh. Du, du. Oh Gott. Leute, in der nächsten Folge werden wir dann den Rest hier erkunden. Und vielleicht sogar schon Terrapagos finden. Ich muss aber ehrlich sagen, irgendwie erinnert mich dieser Ort ein bisschen an Erdentime. Weiß nicht, ob das so ich bin, aber darum muss ich gerade nur wieder in diesen Brunnen. Ja, egal.